Wir kommen jetzt zu unserer nächsten Tänzerin. Ihre Karriere begann 1994. Da trat sie für uns, für Österreich an beim Song Contest in Dublin. Das Lied war damals Frieden für die Welt. Den Weltfrieden hat sie nicht erreicht, aber sie hat in der Zwischenzeit etliche Top-Chart-Platzierungen erreicht mit ihren in der Zwischenzeit schon 13 Alben. Im ganzen deutschsprachigen Raum ist sie ein Schlagerstar. Jetzt arbeitet sie gerade am Dancing Star. Ach Gott, wenn ich mir das anschaue. Herrlich. Sie sehen jetzt die Albine und der Ukraine Petra Frey und Vadim Garbusow. Dancing Stars habe ich mir schon immer gewünscht und habe mir immer gedacht, ich würde wahnsinnig gern mal das Tanzen auf die Art und Weise lernen. Ich glaube, alle Frauen träumen von so wunderschönen Kleidern. Wobei, ich habe mich natürlich am Anfang ein bisschen geschreckt, vor allem vor den kurzen. Ich bin ja mehr so eigentlich der Hosenträger, Anzugträger. Wenn ich auf der Bühne bin, muss es halt bequem sein. Weil wenn man dann im Training ist und man speckt ein bisschen ab und man hat ein anderes Lebensgefühl, dann ist das auch wieder eine neue Erfahrung. Also ich werde schon ein bisschen aufgeregt sein, aber ich freue mich auch drauf. Mein ganzes Leben dreht sich um Tanzen herum. Ich tanze in der Früh, tanze am Abend. Ich finde, die Petra ist sehr lieb. Ich glaube, drinnen steckt eine Zigeunerin, die noch rausgeholt werden muss. Wahrscheinlich ist das mein Job dieses Mal. Nach 6 Staffeln Dancing Stars habe ich geglaubt, ich kenne mich ein bisschen aus. Aber ich bin ja generell ein bisschen naiv und sehr einfach gestrickt, denn ich habe immer geglaubt, Rumba ist der erotischste Tanz schlechthin. Petra und Vadim belehren mich eines Besseren, denn so sexy, wie es bei ihrem Cha-Cha-Cha schon zugeht, kann ich vor der Rumba eigentlich nur Angst haben. Also die ersten 4-5 Wochen Training waren schon sehr nervenaufreibend, weil die ersten 3 Tage habe ich mir selber nicht mehr gespürt, weil lauter Muskelkater bin ich wirklich so ins Bad gerobbt in der Früh. Ja. Ah, bist du narrisch. Aber der Vadim hat mich da recht gut aufgefangen mit seiner, toughen Art. Ich aktiviere meine Hüfte sehr schnell. Ja, finde ich schon mal gut. Und du machst deine Beine so schnell wie möglich zu, ja, damit meine Hüfte nicht so aktiv ist. Für mich waren die letzten 4 Wochen sehr anstrengend. Die Sexualität zu mir, Cha-Cha 1 und 2, das muss geil sein. Haben viel Mühe und viel Schweiß gekostet. Ja? Ich habe aber wieder einen Fuß vor. Ja, aber ich habe hier geschaut und hier war gut. Wo schaust du wieder hin? Wir haben nie anstößige Gespräche. Das geht gar nicht. Wir sind vom Charakter her gar nicht so gemacht. Genau, so eine Erektion möchte ich sehen. Okay. Dieses Mal habe ich besser gemacht. Hat dir gefallen, gell? K05 tanzt einen Cha-Cha-Cha. Hier sind Petra Frey und Vadim Garbusow.
Petra und Vadim, von wem ist das jetzt gekommen? Von meiner Familie, nebenan von der kleinen Nichte, geschickte Leonie. Ja, das ist also eine gute Krisen. Belohnung. Aber die Nichte ist daheim. Die ist daheim, die ist ja noch zu klein. Wie alt ist sie denn? 7. 7, dann sagen wir mal Hallo an der Stelle. Wie heißt sie? Schatz. Leonie. Leonie, hallo, hallo, hallo. Jetzt reden wir zuerst mit der Jury, euch lassen wir durchatmen und fragen die Nicole, wie sie gefallen hat. Ja, mir haben alle Cha-Cha-Ladies heute sehr gut gefallen, du natürlich auch. Was mir besonders gefällt, ihr habt eine ganz coole Partner, also so die Harmonie zwischen euch, die stimmt, das sieht man schon von Anfang an, das Spielerische zwischen euch. Und ich glaube auch, wie der Vadim, dass du eine Zigeunerin sein könntest, noch mehr, und dass du also das aus dir herauskommt, nicht nur das Spielerische, sondern auch das etwas mehr Aggressive, ja. Ja, also das beides, also mit dem mehr noch spielst, weil du hast sonst alles, die Technik ist schon wirklich super. Echt gut. Toll. Toll. Glaubst du das auch, dass eine Zigeunerin in dir steckt, die irgendwann da rauskommt? Ja, ich muss ja ehrlich gestehen, für mich war das ja gestreckte Beine und mit der Hüfte, das waren als Fremdwörter für mich. Und er hat einmal gesagt, du musst sein wie eine Panther. Du hast gar nicht verstanden, was ein Panther ist. Was ein Panther. Und ja, mittlerweile schleiche ich schon ein bisschen eleganter. Wie ein Panther. Wie ein Panther. Hannes, wie hat es dir gefallen? Es war eine ansprechende Leistung, kann man schon sagen. Was mir auffällt, wenn Sie rückwärts tanzen, haben Sie selten die Ferse am Boden. Man soll runterkommen auf die Ferse, man steht dann ganz anders da, das hat wieder nicht gesehen. Man steht viel besser da, die Hüfte kommt besser raus. Aber eines muss ich sagen, das war der beste Cha-Cha, den ich heute gesehen habe. Danke. Danke. Und du fühlst dich bei uns auch schon richtig wohl. Wir haben vorhin Backstage ein bisschen geredet. Diese Profitänzer, die haben es allen Mädels Backstage ein bisschen angetan, gell? Ja, ich habe gesagt, man kommt sich vor wie ein Diabetiker im Süßwarenladen. Ist eigentlich dein Freund irgendwie eifersüchtig? Bist du ein eifersüchtiger Typ? Nein. Er liebt mit und er leidet vor allem mit, wenn er sieht, was ich für Lampenfieber dann da habe. Gregor Glanz übrigens, wollen wir kurz mal mit Namen nennen, den Freund. Genau. Wobei, wenn wir uns gerade schon umdrehen, darf ich eine Sache noch kurz machen. Ich habe nämlich einen Engel gesehen. Gehen Sie mal auf die Seiten, Herr Caballé. Der Alfons Heider ist da. Hallo. Oh. Ja, wir schütteln uns ab jetzt die Hände. Schön, dass du da bist. Das freut mich persönlich sehr. Bist du zufrieden mit seiner Leistung? Ja, das wird jedes Jahr besser. Jedes Jahr besser. Obwohl das schwer war, weil eure Leistung letztes Jahr ja schon sehr hoch war, muss man sagen. So, ich wünsche euch jetzt schönes Zittern, weil es geht ums Weiterkommen. Ich nehme das Mikrofon, du nimmst den Elch von der Leonie und den Vadim und er nimmt den Panther und dann geht's nach draußen. Pantera. Wiederschauen. No besser. Ohne ihre Unterstützung von zu Hause schafft es heute kein Paar in die nächste Runde. Die beiden haben die Nummer 090-10-59-09-05. Recht viel positiver wird der Hannes nicht werden, ich sage gleich. Nein, vielleicht. Es ist vollbracht, ich bin schon 10 Kilo leichter. Der Stein, der dir vom Herzen gefallen ist. Aber es war schon schlimm, offensichtlich. Ich meine, ich habe jetzt da draußen gehört, du musstest, erste Woche war so schlimm, du musstest ins Bad robben. Ja, ehrlich. Also ich bin jetzt nicht ganz so unsportlicher Mensch, aber so die ersten 4 Tage habe ich wirklich gedacht, jetzt gehe ich ein. Also statt fließende Bewegungen, Bewegungen auf dem Fliesen. Ja, und so klassisch ins Bad hinein, auf allen Vieren. Ja, das ist im gleichen Hotel wie die Dolly, hättest Zimmer tauschen können, ja. Da kann man ins Bad schwimmen in der Zwischenzeit. Das hätte ich wissen sollen. Aber du hast auch ein bisschen Lampenfieber wiederentdeckt. Ja, absolut. Also ich stehe ja immer auf der Bühne, aber da weiß man halt, was man tut. Und da ist man halt selbstsicherer. Und ich habe jetzt ehrlich gemerkt, dass ich schon die ganze Woche nicht schlafen kann und heute. Also Lampenfieber raubt dir den Schlaf? Ja, Wahnsinn. Aber es ist ein positives Lampenfieber. Man spürt sich wieder und ich finde das super. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Wertung super finden. Also das ist jetzt die Dame, die gesagt hat, da wo früher mein Körper war, auf gut Schlagerdeutsch, ist jetzt ein Schmerz, der meinen Namen trägt. Jetzt zum
zu unserem Schlagerquartett da draußen, die fidelen Punkte, Harmonika. Wie schaut's denn aus? Nicole beginnt. 8. Hannes Nettball. 6. Thomas Schäfer-Ellmeier. 8. Und Bolasch Ecker. Auch 8. 30 Punkte. Es schaut nach Führung aus, glaube ich. Das ist mein höchster Punktestand. Nein, das ist noch nicht. Der höchste Punktestand bisher. Du hast gesagt, das ist überhaupt dein höchster Punktestand. Nein, nein, stimmt nicht. In der ersten Sendung ist mein höchster Punktestand. Also mit für das erste Mal. Für das erste, in der ersten Sendung. Ja, ja, ja. Sei vorsichtig, der Alfons sitzt draußen. Setzt euch nieder. Wir kommen. Danke.